Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Word. Wir haben, ja, ein bisschen gut Maps gesammelt und ich möchte euch noch kurz zeigen. So einen können wir dann bald mal gebrauchen, aber ich möchte gerne noch einen finden oder so. Einfach, dass ich einen habe, wenn ich noch einen brauche. Und ja, ich habe eine Tower Map gefunden. Ich habe die zwei täglichen Missionen gemacht und ja, so eine Tower Map ist nicht schlecht, hä? So, wir machen jetzt mal die, die wir letztes Mal ausgewählt haben, aber nicht mehr schafften durch wegen der Zeit. So, ich habe recht viel Erfahrung bekommen, sicher ein halbes Level. Das ist richtig genial bei den täglichen Missionen. Also. Ja, nicht allzu flüssig gerade, aber das ist wieder Fraps Schuld. Ja, es geht jetzt. Alles klar. Okay. Oha. Ich hatte in der Map so Monster, die eine grüne Aura gemacht haben und da in dieser Aura waren alle Monster unbesiegbar. Das war schon ein bisschen gemein. Hatte ich noch in der letzten Season. Nicht mehr so gut, also. Ich merke gerade erst wieder, wie negativ das ist. Alle Monster unbesiegbar sind, dann musst du einfach abhauen, wenn du squishy bist. Wir müssen unbedingt stärker werden. Sehr. Los, 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 los. Der nervt nämlich. So. Großes Mallet. Da wir jetzt schon so viele Maps haben, können wir auch mal die Gebiete nicht komplett säubern. Wenn wir den Boss haben, können wir dann aufhören. Und dann bestimmte Magic Find Maps raussuchen und sie dann mit einem Sextant verstärken. Aber es irritiert mich schon ein bisschen, wenn alles ein bisschen langsam ist. Es ist nicht an der FPS-Zahl. Es liegt an irgendwas anders. Ja, vorher hatte ich alles Blitz, also konnte ich recht schnell Karten säubern. Es liegt jetzt einfach daran, dass es jetzt eine höhere Map ist wieder natürlich. Und dass ich einfach gerade nicht so ich weiß jetzt auch nicht gerade, was es ist. Aber mir irritiert es halt ein bisschen. Es läuft halt nicht ganz so flüssig, das Spiel. Na, ich wollte ja die Spell Damages rausnehmen, aber kann es ja jetzt machen. Genau. So, was machen wir noch? Wir könnten das noch machen und das dort. Dann haben wir mehr Damage. Mehr Damage gleich mehr Verteidigung. So. Und wir haben noch einen. Was machen wir denn noch? Den hier, hä? Ich sollte eigentlich jetzt langsam hier runter gehen. Das ist schon wichtig. Ja, ja. Muss ich dann später nochmals respecten irgendwo? Keine Ahnung. Ich sollte jetzt langsam hier runter gehen. Gut. Den Damage brauche ich einfach. Ja, eventuell hätte ich die anderen rausnehmen sollen.
Weil Penetrate ist jetzt nicht so wichtig. Doch, ist schon wichtig, aber die Verteidigung hätte ich nehmen sollen. Oder einfach die Verbindung zu den Leben. Ja, ich brauche bessere Items, das ist es. Also, man sieht's, man macht mehr Schaden jetzt, viel mehr. Das ist jetzt genau so. Das ist jetzt genau diese Aura, genau. Dafür müssen wir uns immer wieder ein bisschen weiter nach innen, nach draußen tasten. Wie sind jetzt hier? Gott. Es sind so viele. Prima. Uns macht es nicht Schaden. Okay. Da hat es ja nochmal solche. Boah, sind die... Ah, die casten das auch, deshalb sind so viele Grüne, genau. Ja, jetzt checke ich das wieder. Dass man das checken kann. Das ist ja Spam, das ist schon ein bisschen böse. Noch Speedwalkers. Ach schön. Jetzt sind wir wieder Durchschlagskraft kräftig. Ja, das, was uns gefehlt hat ein bisschen. Und dadurch auch defensiver wieder. So. Jetzt müssen wir den Marker. Oh. Das ist wieder eine harte Map. Ich hoffe nur, dass wir es schaffen, hä? This location is of significance. Water vanishes, an impromptu prison becomes a tomb. Dieses Terzeugs. Wie heißt es? Den Lodestone müssen wir suchen. Essen? Ah, jetzt, oh nein. Ah, Tar, genau, Tar ist es. Hab ich schon lange nicht mehr gebraucht. Schon lange nicht mehr gehabt, die Tar. Schon fertig. Sehen. Wir müssen Sehen finden, das ist böse. Aua. Das ist ja heftigst. Heftig, heftig. Schon ein paar, hä? Weg damit. So. Spiel Echo wieder. Hochleveln. Oha, Stormblut. Ich will den Corsair. Fear. Hau ab. Nicht mich angreifen, gell?
Danke sehr. Ja, ja. Rumke. Ruckel. Das ist der Boten, der auch in der Oasis war. Also dass er so ein bisschen herumruckelt. Und ich bin jetzt gerade irgendwie... Jetzt vor allem habe ich genug FPS. Ja, wieder diese kleinen... Haben sie nur wenig runter, hä? Nein, das ist der Boden. Das irritiert mich mega. Das ist so nervig. Wieso haben die so einen Boden eingebaut, wo man die ganze Zeit hin und her wackelt? Das macht keinen flüssigen Spielaufbau mehr. Man hat immer das Gefühl, man ist am Herumruckeln. Auf jeden Fall war das früher noch nicht so. Die haben das wahrscheinlich relativ neu eingebaut. Kann schon 2 Jahre her sein, aber... Sehr heftigst. Zwei oder drei Maps gewesen. Ich habe 3 Töne gehabt. Okay, 2. Immerhin. So. Tschüss. Da sind ganz viele. Gut. Also noch den hier, hä? Eigentlich habe ich noch Lust, ein bisschen rumzusuchen. Aber auf, den Boss machen wir noch, oder? Schon wichtig. So, die nervigen einzelnen Monster. Caste doch endlich wieder. Dankeschön. Ah ja. Ist nicht normal heute, ey. Ganze Zeit. Irgendwie ein bisschen... allergisches Asthma. Ich hoffe, das kommt nicht mehr so stark. Ist das, okay. Also, dann probieren wir es nochmal, hä? Immerhin ist es jetzt nicht 1000-mal stärker. Komm, Rohrnest. Komm zum Rohrnest. Musst du alles töten lassen, hä? Komm jetzt hier hin. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das bringt genau, aber wir machen es jetzt einfach. Bei Ratchet ist er nicht. Da sieht man es irgendwie.
wieder nicht raged. Jetzt muss man ihn wieder irgendwo hinlocken. Haben wir noch eins? Nicht mehr. Nein, da ist keins mehr. Ja, komm, das schaffen wir noch. Ich muss einfach ihn wieder brennen lassen. Ich denke, mit brennen macht man ihn einfach am meisten Damage. Los, komm, schneller, schnell. Hey, ja, wir haben es geschafft. Jetzt können wir dann den Großachbar besiegen. Also eben mit dem... mit der ganzen Map, weil so bekommen wir keine Achievements. Ja, das ist gut. Kann das sein, dass es jetzt wirklich gerade leckt? Die Gegenstände manchmal nicht rausgehen. Wieso denn morgens? Verstehe ich nicht. Spielen alle morgens. Tja. Kann alles sein, hä? Auf jeden Fall kann ich leider nur morgens aufnehmen. Weil ich ja Livestream. So, jetzt nochmal kurz schauen. 20. Ich denke, es wird es brauchen, wenn ich so, hä? Gib mir noch die große Keule da. So, jetzt. Also wenn man jetzt hier rausgeht, kann man raus bei ihr, ja. So, jetzt bist du bald Level 5, gut. Und hier haben wir Schrott. Denk jetzt mal. Ah ja, wir müssen die zwei Objekte dann noch abgeben, stimmt. Das verschwendet unseren Platz. Ne, weiß, jetzt kommt er hier. Oh je, der leitet ja mega Schaden. Prima, der ist auch tot. Da gehen wir jetzt bald raus, gell? Noch ein bisschen weiter machen wir schon. Ah ja, es sind ja zwei Bosse, stimmt. Du hast meinen Goblin, Golem getötet. Das geht nicht! Stirb endlich! Na, nicht zu mir. Du kannst dort bleiben, gell? Heavy ist er, wenn er das einsetzt, ein bisschen squishy, ne? Huh? Oh je. Wir sind sowas von. Stark momentan, aber trotzdem. Ich dachte, alle Bosse jetzt eine Taktik. Das macht mich manchmal so fertig, so richtig. Die betreiben wieder mal, so richtig. Aber wir sind jetzt ein bisschen OP, jetzt können wir schon ein bisschen besser vorwärts kommen und so weiter. Das Spiel ist extra so ausgerichtet, das mag ich nicht. Die müssten das entfernen, damit das Spiel wirklich wunderbar für mich wäre. Was bräuchten wir noch? Ein Legendär, also ein... Unique Item brauchen wir noch dringend.
Freeze, man. Schade, dass der Guide, der immer gut war, broken ist, jetzt genervt wurde. Setzt wahrscheinlich fast niemand mehr ein, Freeze Man. Tja. Aber wir leben mega gut. Das ist doch mal schön. Gib mir mal etwas Gutes, hä? Ja, genau. Scrolls of Wisdom. Hey, yo. Also gehen wir raus. Tja. Ist nix gewesen. Nur Spesen. You have a question? Tja, ja. Also. Hier das, das hier. Oh, jetzt müssen wir hier schauen. Sieber Map haben wir noch nicht. Eine sehr schwere Map mit dem Chaos. Grotto haben wir auch noch nicht. Jetzt mal die mal hier hin. Und Marshes haben wir, glaube ich, auch. Ja, haben wir. Hm. Das sind schon recht viele Maps, hä? Weil können wir nichts mehr lagern. Hm. Oasis noch. Ja, ja. Der 9 war's, genau. So, jetzt gehen wir mal kurz. Den Docks, glaube ich. Ja, ja. Was haben wir? 22. Hm. Jetzt haben wir alles. Jetzt gerade nicht schauen können. Ja, wir haben alles. Ja, ja. Fortitude. Was hast du Neues? Essence Train. Oh, Essence Train 13. Wie viel kostet das? Ein Transmutation. Billig. Ja. Okay. Post. Also. Oha, oha. Den müssen wir ausrüsten, egal wie viel Negatives wir haben. Ja, ich muss den, hä? Ich hoffe, das macht uns nicht viel aus. Jetzt müssen wir es nochmals ausrüsten, hä? So. Ja, da müssen wir auch dann mal ein bisschen entrümpeln. Wir probieren es jetzt einfach mal hier in dieser Map. Und schauen. Ja, wie viel trinken wir müssen. Auf jeden Fall mehr MF ist doch immer besser. Und das ist jetzt ein großer Schritt. Ich würde ja gerne ein bisschen öfters jetzt zweimal pro Tag Path of Exile bringen, aber das macht mich so fertig, da kann ich da nicht so gut aufnehmen. Muss ich wahrscheinlich
es auf einmal lassen oder sogar noch weniger machen, weil ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn man Spiele spielen muss, als emotionaler Mensch, wo man alles ja, ausprobieren muss, also einfach sehr extremst auf, ja, ich will ein besseres Spiel, ich will mehr Monster, also schwerere Monster als mögliche. Das ist eigentlich das das verkehrt herum, oder? Man will doch ein schönes Spiel, aber die Menschen heutzutage brauchen immer wie mehr Herausforderungen und deshalb ist das Spiel ja nicht so, nicht mehr so etwas für mich in diesem High Level. Außer es gibt wieder ein Bild, der extrem gut ist. Ja, da mache ich weiter natürlich. Aber da muss ich mal schauen, hä? Aber auf jeden Fall, ohne die Rolling Flames ist es für mich einfach zu anstrengend hier ein bisschen weiter zu machen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt komplett aufhöre. Ah, da oben ist der Orb Fusing gedroppt. Das ist komisch, dass ich so wenig Unique momentan finde. Habe ich wieder so einen extrem langen, ja, ich droppe einfach mal keine Uniques. Pechsträhne. Oder was ist los? Diese Pechsträhne ist schon extrem. Ich brauche doch irgendwas Gutes. Vor allem, wieso finde ich keine Juwels? Ich finde nur Schrott. Ich finde nur Schrott-Juwels. Das ist nicht so gut. Das regt mich halt ein bisschen auf. Ja, ich denke jetzt einfach mal darüber nach, was ich jetzt genau machen soll. Ich bin jetzt momentan wirklich nicht so gut fit für so ein Game. Da muss man auf so viele Sachen achten, da wird man die ganze Zeit sterben, wenn man auf nichts achten würde. Das ist einfach für mich nicht so toll momentan. Für mich ist es zu anstrengend, ein Game, das einfach nicht das wert ist. Leider schlechte Entwickler hat sozusagen. Also ja, nicht materiell schlechte, sondern eher ja schon fast physisch, psychischen labile Entwickler. So, da haben wir auch etwas. Nun haben wir jetzt auch, okay. Ja, eigentlich will ich ja noch die Sachen, aber ich bin ja so ein nicht durchgehendes Spiel. Ich brauche diese Tanzmodifikationssachen nicht so wichtig. Eventuell muss ich halt eine Pause machen. Tut mir leid, aber... Und ich spiele es dann einfach am Nachmittag und nicht am Morgen, wenn ich aufstehe. Ja, aber es ist jetzt mir gerade extrem zu... Ja. Nervig das Game. Voll auf den Säckel geht's mir. Ui. Wenn es nur nicht so... ja, wenn es halt einfach nicht so nervig wäre mit dem Ruckeln, mit dem Bodenruckeln, mit den ganzen Zeit casten, mit dem Potion saufen die ganze Zeit, mit dem Fluchen die ganze Zeit, ja, dann wird es viel besser sein, das Game, aber mir gefällt dieses Game halt so nicht. Ich möchte gerne wieder ein einfaches Game, aber durch die Maps wurde alles halt wieder extrem viel schwer. Tja, das kann man machen, nichts. Manche Spiele gefällt es so. Und die Entwickler die ganze Zeit den Profi-Fans hilft und den armen, nicht so Profi-Fans nicht hilft.
Ja, dann wird's halt immer wieder schwerer, hä? Gut für die Entwickler natürlich. Und ich habe gesehen, es spielen eigentlich nur noch Leute, die extrem viel Geld ausgeben für das Spiel. Also, da laufen manchmal Gestalten in der Stadt herum, das ist Wahnsinn. Fast katastrophal. Die ganze Zeit so Blinklichter und so etwas, das könnte noch einen epileptischen Anfall auslösen. Das ist heftig. Wie heilst du aus? Ich habe wieder kein Problem. Genau, er hat mich getroffen, ja, ja. So. Wieder nur Schrott getroppt. Nur Schrott. Naja, gut. Also. Part ist zu Ende. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich ein bisschen erholter bei mir. Hä? Tschüss.